28. Januar 2024. Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Ja, hallo. Jungs und Mädels, bin ich im Bild? Ja. Ich bin das Volk. Ich bin hier, um das Volk zu retten. Ich bin nicht hier für die Bauern. Ich bin nicht hier für den irgendjemanden, der hier steht. Ich bin das Volk und ich bin für mich hier. Und das müsst ihr endlich begreifen. Ihr seid das Volk. Ihr müsst hier ankommen mit dem Schild, ich bin das Volk. Und ihr seid für euch hier. Ihr müsst für euch kämpfen und nicht für euch. Das wird alles so zersplittert, dass dann jeder gegen jeden kämpft. Nee, das Volk muss zusammen hierher kommen und sagen, ich bin das Volk. Und dann kann man schreien, wir sind das Volk. Wenn alle da sind, die wirklich zum Volk gehören und arbeiten und schindern und jeden Tag aufstehen und die Mühle am Laufen halten. Das ist das Volk, nicht die Bonzen, die da drüben sitzen. Was ist denn mit deinem Rollstuhl passiert? Warte mal, wir gehen da erstmal in die Sonne. Ja, ich hätte gerne einen Kaffee. Bis später. Was ist mit deinem Rollstuhl passiert? Nur kurz gesagt, das wissen ja inzwischen alle, ich lag daheim in Urlaub, im Bett, 1500 Kilometer, Sand, schön und warm. Und dann habe ich hierher gemusst, die Welt retten. So, da habe ich mein Rollstuhl eingepackt, bin 3 Tage hierher gefahren und dann bin ich am Fahrerfeuer gerollt und dann habe ich mein Rollstuhl stehen lassen, wie man es macht, weil man ja im Wohnwagen wenig Platz hat. Ja, und nächste Früh war der Rollstuhl weg. Ich dachte, scheiße, aber bin ich aufgestanden und dann jetzt habe ich so viel Kraft und Energie hier geschöpft und die ganzen Leute, die hier wirklich was bewirken wollen, die Welt ändern wollen. Aber jeder will nur seinen Teil ändern. Na, und deswegen kommt hier ein alter, bekloppter Großvater an und sagt ihm, ich bin das Volk. Und das muss jeder kapieren, dass er das Volk ist. Ohne ihn geht nichts. Das heißt immer, ja, die machen mich fertig. Im Endeffekt ist drauf geschissen. Das Volk muss hier sein und sagen, wie eine Mauer stehen. Und jeder sagt, ich bin das Volk, ohne mich geht nichts. Ich weiß genau, dass ohne mich die Welt sich so weiterdreht, aber nicht mehr lange. Na, weil das Volk nichts mehr zu sagen hat, nichts. Ja, die kennt bloß noch immer, ja, sagen, ja, ich war noch ein bisschen mehr ausgepresst. Und der Hebel ist schon viel zu lang, was die mit dem Volk machen. Die sind am Boden, die Rentner sind am Boden. Und der arbeiten geht, der 8 Stunden hat er arbeitet, der hat keine Kohle für seine Familie, da gehst du nach Feierabend arbeiten und dann bist du Krimineller, weil du diesen Drecksstaat angeblich Geld hinterziehst. Nee, du tust deine Lebenskraft verarbeiten, du bist kaputt wie eine Ratte. Und dann entziehen die dir den Rest, den du noch hast, machen sie dir deine Altersruhe zu sitzen noch zur Sau, weil die Eva nicht genug kriegen können. Und damit muss jetzt Schluss sein. Und deswegen muss jeder begreifen, dass ohne ihn nichts geht. Er ist das Volk. Du bringst das Volk nur unter den Hut, wenn dort die Bauern gegen den streiken und da gegen den streiken. Das mit den Wir sind das Volk ist der größte Leim, den es gibt. Weil keiner ist, wir sind das Volk. Wenn da 10 Mann stehen, wir sind das Volk. Da sind dann 3 Nazis und 3 sind, was weiß ich, 4 sind Alkoholiker, die sind drogenabhängig. Das ist doch so schnell gespalten, die ganze Scheiße, so schnell kannst du gar nicht gucken. Aber wenn der einer herkommt, ich bin das Volk, den kannst du nicht spalten, weil der weiß, wer er ist. Und das müssen endlich mal die Leute kapieren, die hier schindern und die Welt am Drehen halten. So, und ich bin fertig, ich hab die Ruhe schön. Wo kommst du her? Momentan oder? Momentan oder ursprünglich? Ursprünglich und momentan? Na, ursprünglich, das warten wir nachher und da komme ich aus Sachsen. Mhm. Ja, aus Kempz. Mhm. Dort haben die mich 30 Jahre mit Waffengewalt gezwungen, für die zu arbeiten. Ich wollte kein DDR-Bürger sein, ich bin da hineingeboren. Fertig. So, mit 5 Jahren habe ich erfahren, dass ich dort nie frei sein werde und dann habe ich mein Leben so darauf ausgerichtet, dass ich nach dem Westen komme. Das hat dann 30 Jahre gedauert. Ich habe es am 6.6.78 bin ich nach dem Westen gemacht
Und dank der Asylpolitik, da haben die mir drei hinten vorne alles reingesteckt, da haben die mir 100 D-Mark in der Hand gedrückt und haben gesagt, du bist auf Tisch gestellt, wir wünschen dir ein angenehmes Leben und tschüss. Da hat mir keiner gefragt, hast du eine Grundausstattung, hast du eine Wohnung? Und ich habe keine Forderung gestellt. Ich habe mich hingestellt, habe gearbeitet und habe mir mein Leben aufgebaut. Und wo dann das Leben wieder da ist, dann kommen die mit einem Dreck an und machen dir die Bude zu. Die haben meiner Frau ihr Lebenswerk zerstört, die haben meine Frau zerstört, die haben mich zerstört. Die haben mich nur noch ausgelutscht und dann kriegst du 827 Euro Rente und dann hau ab, mach was du willst. Ey, ich sage dir, die ganze Welt steht auf dem Kopf. Und ich bin nur hier angekommen, um die Welt erstmal auf die Beine zu stellen. Den Rest müsst ihr dann machen. Wo warst du bisher politisch aktiv? Überhaupt nicht. Ich habe mein Leben lang nur geschindert. Die haben mich an die Kette gelegt und ich konnte gar nicht irgendwas mitkriegen. Ich habe nur geschindert, Tag und Nacht, damit ich meine Familie ernähren kann. Was habe ich denn da an Hüt mit den Idioten, die da gar nicht wissen, was sie bestimmen? Die haben immer nur eins im Sinn, immer mehr aus dem Volk rauszupressen. Das ist eins schon, was die können. Die können nicht arbeiten, die können nicht denken, die können nichts, die können nur pressen. Aber das ist nicht mehr lange. Die Presse, die ist am Clean, das Ding, das fliegt denn um die Ohren. So schnell kannst du gar nicht gucken. Und der Kipppunkt ist ja, das ist ja da. Ich meine, jeder, der viel arbeiten geht, der kann ja nicht hierher kommen, da muss er auf Arbeit gehen, da muss er das. Die hängen alle so an der Kette. Ich bin froh, ich habe mein Leben lang an der Hundekette gehangen bei den Kommunisten. Ich sage dir, die haben mich alle ausgelutscht und das weiß ich. Aber ich habe immer mitgemacht und habe immer mein Bestes gegeben, damit die Welt hier am Löwen bleibt. Also du bist gegen die Ampel, ja? Gegen die Ampel, ich bin gegen jede Partei. Wenn die Demokratie, dann, wir müssen jetzt auch mal die AfD missbrauchen. Weil die momentan hinter dem Volk stehen. Mhm. Ja, jeder normale Mensch, der viel aufsteht und schindern geht und dafür bloß was tut, dass er seine Familie erhalten kann. Mhm. Ja, da rettet ja schon die Welt. Da ist ja schon der, den sie erst mal zwei Drittel abpressen und von dem, was er arbeitet, hat er ein Drittel übrig und dann kann er kaum seine Familie ernähren. Dann geht er noch mit der Schindern. Ich sage dir, die haben nur eins im Sinn. Jedes Gesetz, was die je gemacht haben, zielt am Ende gegen den Letzten unten im Volk. Und das muss endlich mal kapiert werden. Die machen, die bestrafen, die nehmen dann mehr Geld ab. Und das Volk wird nie einig sein, weil immer, die spalten ja so, da kriegst du das Grübeln. Da ist jeder mit jedem verspalten. Keiner ruft zu und jeder weiß es besser. Nee, das muss erst mal auf die Beine gestellt werden, damit man weiß, was oben unten ist. Ich sage dir, die haben die Welt so verdreht, die steht original direkt auf dem Kopf. Die miesesten und schlechtesten Menschen, die tun die Guten, die die Welt am Löwen hat, so auspressen, dass die nicht mehr kennen. Wie lange bist du schon auf der Mahnwache? Na, wo ich dann Martin gesehen habe in dem Zelt, dann habe ich gedacht, jetzt müsste nach Berlin. Na ja gut, da wurden wir stand in der falschen Richtung, in ziemlich schlammigen Sachen, da muss ich halt mal den Wohnen wo. Das waren alles Schwierigkeiten. Auf jeden Fall habe ich es geschafft. Dann bin ich drei Tage hierher gefahren, dort Zwischenstationen gemacht, die Schriftzüge nennen und unterwegs musste ich auch noch mal wenden. Nach drei Tagen kam ich hier an, fertig wie eine Ratte, ich war fertig mit der Welt. Und hier war ziemlich miese Stimmung an den Abend. Der Wesen hat irgendwas nicht so richtig gepasst. Und da habe ich gedacht, scheiße, ich warte ja nicht. Aber am nächsten Tag dann, da war so viel Positives hier. Da waren bloß ein paar Männer. Aber da war so viel Positives, dass ich mich schön wieder bewegen kann. Was Positives? Sag mal, was Positives? Positive Energie einfach. Ich habe hier Lebenskraft geschöpft. Ja, ich wollte eigentlich hierher kommen und dem bloß Danke sagen, dass wenigstens einer sich noch für das Volk einsetzt. Ja. Wie lange bleibst du noch? Ich bleib jetzt da, bis wir ja fertig sind mit dem bisschen Gerempel. Mhm. Die Regierung muss weg und dann muss erstmal, und vor allen Dingen, wenn die Regierung weg ist, dann ist ja scheinbar erstmal das Volk an der Macht. Wie gesagt, das Volk, was arbeitet, kann nicht mehr, die kennen keine Grünen wählen, keine Roten, keine Schwarzen. Weil es geht einfach nicht. Die tun ja alle nur an den Hebel noch einen Meter anschmeißen. Ja. Da kommt da noch ein bisschen Agrardieselmeter, CO2-Steuer im Meter und dann wird gehebelt und gepresst. Die ganze Presse ist am Glühen. Das interessiert keinen. Die tun einfach nur weiterpressen. Die denken,
Momentan ist das so weit, da kommt unten Blut und kleine Knochen raus. Und die Weltbevölkerung geht noch arbeiten für diese Verbrecher. Ich kann ja auf die Demonstration gehen, ich muss ja arbeiten gehen. Ich habe Kinder, jeder hängt hier so an der Kette, dass er gar nicht weiß, was er machen soll. Und ich sage dir, ich fühle mich so, als ob die alle wegen mir hier. Ich fühle mich momentan absolut super. So gut ging es mir seit eigentlich noch nie auf der Welt. Ich fühle mich absolut frei und sicher. Mir geht's gut. Ja, da ist ein Radweg, wenn sie da lang fahren. Was hier in Berlin los ist, der Ansatz. Jeder steht neben sich. Jeder will sich sofort eindrängen und will es besser wissen. Nee, das muss jetzt Hand und Fuß haben. Man muss die Welt packen, hinstellen und sagen, jetzt ist das Volk dran, jetzt bin ich dran, jetzt ist das Volk, ich bin das Volk. Das muss ich in die Welt eintragen. Jeder muss sich bewusst sein, dass nur er was wert ist. Kein Sesselwurzer, kein Bonzen, nicht. Die sind nichts wert. Die können nur geiern und abstauben und auspressen. Wenn du freiwillig nicht gehst, war die Presse gedreht bis zum Anschlag, bis nichts mehr rauskommt. Warst du vorher schon auf Demos? Ich war noch nie im Leben auf einer Demo, ich habe immer nur gerammelt. Was rechst denn du für Sachen hier? Ich hatte keine Zeit, auf eine Demo zu gehen, das ist alles nur Scheiße hier. Was hast du gearbeitet? Nur die Hälfte meines Lebens war ich erstmal Maler gewesen. Dann kam die erste Schulteroperation bis zur achten, dann konnte ich keinen Maler mehr machen. So, und dann hat meine Frau und ich haben eine Kartbahn gegründet, die wurde Chefin, ich wurde Angestellte. Die andere Hälfte, 23 Jahre, haben wir die zweite Kartbahn geleitet, womit wir uns immer Wasser gehalten haben. Mein Herz, es war. Und dann sagen die zu mir, ich soll mich vorne hinstellen und die Leute kontrollieren, ob die geimpft sind oder nicht. Hey, sind denn die bekloppt oder was? In welchem Land leben wir denn oder in welcher Welt leben wir? Ich find's geil. Ich hab das Gefühl, jeder, der hier hüpft und jubelt, ist hier, weil der mir zujubelt, der will den Volk zujubeln. Und jeder ist das Volk und jeder hüpft ja eigentlich für sich. Aber das haben sie noch nicht gemerkt. Nimm weit, Lena. Ich sage dir, die Welt liegt nicht bloß schief, die ist frech, der schießt sich. Was mir öfter kommt, einer an, will fremder Mensch, will Interview machen. Und der schießt sich, war das gerade zufällig, den habe ich ja gar nicht erkannt. Da frecht er mich tatsächlich, ob ich aus dem Osten oder aus dem Westen komme. Ich sage, hey, ich wollte nicht immer nach dem Osten abhauen. Nee, ist ja wohl logisch, dass ich aus der Zone komme. Hey, mein Herz, er hat Fragen gestellt. Die müssen erst mal schlucken, weil das so logisch ist, ob die Welt in Ordnung ist. Ich sage, ne, mach die Augen offen, guck dir die Welt an. Ist die wohl in Ordnung oder was? Im Namen der Menschlichkeit brennt die halbe Welt. Und die erzählen dir was für Menschenrechte. Und als Mensch hast du hier kein Recht. Mit 65 Jahren hat er mich abends 7:30 in mein Haus eingesperrt und ich durfte nicht auf die Straße. Was hast du für Menschenrechte hier? Mein Herz. Die haben alles mir genommen. Die Menschenrechte, das Lebensrecht, das haben sie mir noch nicht genommen. Aber das kommt demnächst. Aber wie haben sie dir das genommen? Kannst du das nochmal sagen, wie sie dir das genommen haben? Ja. Die haben, wo ich geboren wurde, bin langsam angefangen mit Pressen. Und sobald ich schindern konnte, haben die immer weiter gepresst. Und das ging in jeder deutschen Demokratie so. Ich bin ja in der ersten deutschen demokratischen Republik geboren, die es auf der Welt gibt oder gab. Na? Und die wollen mir was von Demokratie erzählen. Das sind die übelsten Undemokraten, die es überhaupt auf der Welt gibt. Das sind die blanke Schlechte regiert uns. Das ist der absolute Abschaum der Menschheit. Die erzählen mir,
dass ich Soja oder irgendwas fressen soll und dass ich nicht mit dem Auto fahren darf. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Du bist doch blöd in der Birne, wenn du überhaupt noch arbeiten gehst. Wenn ich jetzt so jung wäre, dann würde ich jeden davon überzeugen, dass er da hingeht und sagt, hey, ich bin ein Deutscher, ich will jetzt mein deutsches Bürgergeld haben. Keiner durfte mehr schindern. Was machen die? Geld drucken oder was? Und dann frisst du das Papier und die Nüllen, die da drauf stehen. Die sind doch alle bekloppt. Mein Herz, ich will doch einen Bunker für Geld haben. Ich will in Ruhe, in Frieden mit meiner Frau, mein Alter, meine Rente genießen. Und die lassen sie dich nicht genießen, weil sie die Rocke nicht geben. Die Bunzen, die greifen ab bis zum Ende, die haben ausgesucht, die leben im Himmel. Die gehören in die Hölle, die gehören hier unten hin zum Arbeiten. Und der Arbeiter muss im Himmel leben. Der muss sagen, ich halte die Welt hier am Löwen, ich will ein schönes Leben haben. Und der Arbeiter müsste das ganze, das beste Leben haben. Wie hoch ist deine Rente? Ja, ich habe ja bloß 47 oder 48 Jahre gearbeitet, da habe ich natürlich eine höhere Rente. Das ist dann 827 Euro. Und dann sagen die, mach dir es gemütlich, lehn dich zurück, bereist die Welt, du hast ja genug Geld. Ja, schön. Sonst noch Fragen? Nee, ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke auch, ich habe fertig. Mach's dir gut, mein Freund. Sag mir noch mal deinen Namen, bitte. Ich bin das Volk. Also, Geburtsname ist Frank Uhlig. In Chemnitz, wir sind mittlerweile heute halbe Welt. Frank Uhlig, vielen Dank. Ich bin Martin Lejeune. Vielen Dank, Frank Martin, Uhlig. Was? Martin Lejeune. Habe ich, glaube in meiner Liste hier bei YouTube. Bei YouTube, ja. Ich habe ja den ersten, aber das erste Interview mit Knecht Martin gemacht. Das Einzige, was ich jetzt momentan gefunden habe, das ist der G6. Die zwei Videos, die habe ich mir angeguckt. Und wenn du die dir in Ruhe anguckst, dann habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Mit wem? Mit? G6. Okay, vielen Dank. Der. Dankeschön. Alles klar.